Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier beim Metalizer. Wir haben die Lootbox aus dem Juli 2020. Was da drin ist, schauen wir uns jetzt an. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, gerne auch bei Anmerkungen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Box und wir schauen, was drin ist. Ja, starten wir mit der Box selbst. Wir machen sie auch einmal auf. Guck mal, ne? Zum einen haben wir natürlich wieder ein T-Shirt. Und zwar Voices told me to burn things. Ein kleines Glumanda hier mit drauf. Gut, sollte man vielleicht nicht unbedingt, wenn man bei der Feuerwehr arbeitet, damit unbedingt irgendwie zur Arbeit kommen. Könnte vielleicht ein paar Fragen aufwerfen. Aber ja, genau. Schönes T-Shirt. Das haben wir schon mal an der Stelle. Dann haben wir aus Star Wars. Und zwar ist das ein Ich glaube, er spricht sogar. Ich weiß nicht, ob man auf den Hintern drücken muss. Auf den Hintern drücken? Nee, okay, auf den Hintern drücken funktioniert nicht. Okay, es gibt Darth Vader, Yoda, Chewbacca. Jede Menge Hinweise. Okay. Hat er wirklich da? Also auf jeden Fall Metallstützen oder so kleine Metalldrähte drin, um das Ganze zu halten. Okay. Ja, sehr nice für Star Wars Fans. Auf jeden Fall eine coole Sache. Wie gesagt, hier der AT. Ist das AT-AT oder ein AT-ST? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. AT-AT oder AT-ST? Noch ein kleines Tütchen. So, hier haben wir eine Mutprobe. Das ist ein Scherzartikel, nicht essbar. Mach die Mutprobe oder traust du dich nicht in die Tüte zu greifen? Und jetzt, jetzt macht man sie auf, die Tüte. Okay. Und dadurch dreht sich das Gummi halt eben auf. Okay, kleiner lustiger Scherzartikel. Ja. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier so ein kleines Tütchen. Und zwar ist es, glaube ich, Salmiak-Pulver. Ich glaube, es kommt aus den Niederlanden. Ja, ist niederländisch. Ist wahrscheinlich so ein Salmiak-Pulver. Schauen wir nachher mal rein, was es genau ist. Wir haben hier noch so ein paar klassische Buttons. Schließen, maximieren, minimieren. Also ein paar kleine Aufkleber. So, dann haben wir Star Wars. Eine Vinylfigur. Und zwar ein Bobblehead. Den packen wir dann aus. Und wir haben, er hat es doch hier, der, wie heißt der noch, wartet. Wie heißt denn der? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wie er hier heißt, wenn ihr es seht. Oder steht es hier drauf? Nein. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wer das hier ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich komme auf seinen Namen gerade nicht. Der müsste aber aus dem, zwischen Episode 7, 8, 9, irgendwo, 7, 8, 9 war das, glaube ich. Wie heißt der gute hier? Dann haben wir hier die von Get Digital eine Hydrophobe. Das ist eine Ölflasche. Ah, eine schöne Ölflasche. So sieht die aus. Und so sieht die dann im Detail aus. Da kann man halt Öl reinfüllen. Und
The word hydrophobe comes from Greek and means water avoidant. It is used to describe substances that don't mix with water. Also genau, das Wort hydrophobe kommt aus dem Griechischen und meint halt Wasser vermeiden. Es wird halt genutzt, um Substanzen zu beschreiben, die man nicht mit Wasser mischen sollte. Da ist auf jeden Fall die Ölflasche mit einem schönen Holzkorken oben drauf und da kann man halt seine Flüssigkeiten da reinfüllen. Riecht auch nicht irgendwie nach Chemie oder so. Also wirklich nicht, kein Scherz. Soll man vielleicht trotzdem, bevor man da was reinfüllt, vielleicht einmal kurz ein bisschen auswaschen. Und hier sind halt so ein Witz drauf. So, hey Öl, möchtest du mit uns abhängen? So, und dann, sorry, ich kann mich nicht mit euch mixen. So, und er ist hier halt unten hydrophob. Okay, cool, auf jeden Fall. Schönes Ding, schöne Flasche. Dann haben wir hier noch aus, ich würde sagen, das ist Herr der Ringe, oder? Ja, das sieht nach Gollum aus, der hier auf seinem Stein sitzt und seinen Schatz beschützen möchte. Das ist hier, wie gesagt, Gollum, der hier sitzt. Schön ausgearbeitet auf jeden Fall. Dann haben wir noch das Chroma Gun. Hier ist ein Steam Key dabei für Chroma Gun. Chroma Gun is a first person puzzler about colors, the basic principle is easy und so weiter und so fort. Hier ist ein Steam Key mit dabei und von den Pixelmaniacs. Pixelmaniacs kenne ich auch, benutze ich auch gerne mal bei mir im Stream. Von daher vielen Dank auf jeden Fall für den Key an der Stelle für Chroma Gun. So, was haben wir noch? Hier ist noch, glaube ich, ein Poster. Das sieht nach einem Poster und zwar nicht gerade einem kleinen Poster aus. The Virgil, die Totenwache, ein Film von Keith Thomas. Zeige ich dann mal im Großen. So, die legendäre Lootbox Alien and Predator kehrt zurück. Für 70 Euro, 6 Items mit Nerdshirt gibt es, also genau, mit Sachen im Wert von über 120 Euro gibt es für 69,95 bis 20.08. kann man das Ganze dann sich pre-ordern. Link auch unten in der Videobeschreibung. So, wir schauen mal rein, was in der Lootbox denn so in diesem Monat jetzt drin war und auch was das legendäre Item war. So, und zwar haben wir eine von drei Star Wars Plüschfiguren. Wir hatten jetzt hier den AT-AT, es gab noch den X-Wing oder den Millennium Falcon. Millennium Falcon wäre natürlich cool gewesen, aber der AT-AT ist definitiv auch echt ziemlich, ziemlich nice. Die Ölflasche, hydrophob, diese dekorative Steingutflasche, gehört wirklich in jede Nerdküche. Die Chemiewitz darauf können vielleicht nicht alle verstehen, aber hier springt ja garantiert jeder Geek gerne gleich ein, um das Konzept der Hydrophobie, das zum Glück auch nur auf der Rückseite beschrieben ist, ausführlich zu erklären. In die Spülmaschine darf die Flasche natürlich auch, aber bitte ohne den Korken für 14,95. Dann haben wir das T-Shirt, Burn Things, wie gesagt, Lumanda und genau, das Ganze für 17,95. Gollum in den Bergen. Dieser Gollum von Eagle Moss ist gerade irgendwo im Nebelgebirge unterwegs. Ihm wurde vor kurzem von einem Hobbit sein Schatz, mein Schatz, bei einem unfairen Ratespiel gestohlen. Garstige Hobbits. Auf deinem Regal geht seine Suche nach dem kleinen goldenen Ring weiter. Dann haben wir Star Wars Mystery Mini. Und zwar, es gibt 15 verschiedene Mystery Minis aus dem Star Wars Die letzten Jedi. Welchen hast du? Rey, Finn, Poe, Snoke, Kylo, Ren, Leia oder einen der anderen Helden? Schreibt es in die Kommentare rein, wer das ist. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Dann haben wir hier Chroma Gun. Chroma Gun ist ein physikbasiertes Geschicklichkeits-Shooter, der mit einem legendären Spiel von Portal von Valve vergleichbar ist. Statt Portale werden hier aber Farben verschossen und kombiniert, um damit Türen zu öffnen, Pfeile zu zerstören und andere Rätsel zu lösen. Natürlich alles im Namen der Wissenschaft. Grüß John von uns, wenn du ihn findest. Mit dem eingetippten Code kannst du das Spiel über Steam komplett kostenlos herunterladen. Ich muss mal gucken, ob ich Chroma Gun schon habe.
Genau. So, Superschurken, Papiermaske, Bane aus Batman. Er trug immer eine Maske, riegelte Gotham komplett ab und beendete alle Sportveranstaltungen. Und er wusste, dass die Wurzel des Problems eine Fledermaus war. Da gibt es schon gewisse Verbindungen zur aktuellen Corona-Krise mit dem zwinkernden Smiley. Mit dieser Papercraft-Maske erhältst du nun die bekannte Inhalator-Maske des Superschurken. Zugeben, so eine Einmalmaske mit starren Bügeln ist nicht immer praktisch, aber ganz ehrlich, wir fanden diese Maske einfach urkomisch und mussten sie einfach in die Lootbox tun. Ja, coole Idee auf jeden Fall. Ich versuche die zusammenzubasteln, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz hinbekommen. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch nochmal. So, die Fensteraufkleber, Windows-Buttons. Diese Aufkleber machen aus den einfachen Glasfenstern von einem Nerdzimmer geöffnete Windows XP-Fenster. So hast du übersetzt quasi ein Fenster, Fenster, Fenster. Badums. Wow. Wow. Okay. Okay, der Witz war wirklich flach. Der kam wirklich flach. Mutprobetüte. Da sind die Eier einer ganz besonderen Spinnenart drin. Okay. scharfes, süßes und sehr aromatisches Salmiakpulver aus Holland. Es kann als Gewürz beim Backen oder Kochen eingesetzt werden. Oder du hast einfach pur davon. Zucker, Süßholz, exakt Maisstärke, Reismehl, Salmiak, Salz. Enthält Süßholz. Bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Habe ich zum Glück meistens nicht. So, in dem Lootbox-Upgrade waren ein Messenger-Bag drin. Also eine Umhängetasche aus Star Wars. Hatte ich ja diesen Monat nicht gemacht. Und beim nächsten Lootbox-Upgrade ist das Thema Batman. Auch da will ich, glaube ich, eher aussteigen. Beziehungsweise das Update nicht machen. Genau. Genau, sonst gibt es ja natürlich auch noch Masken. Also falls ihr noch Masken braucht, könnt ihr gerne mal im Get Digital Shop vorbeigucken. Link in der Beschreibung auch unten. Da gibt es auf jeden Fall immer ein paar coole Masken mit dabei. Und dann gibt es auch noch ein paar Neuheiten, die wir haben. Zum Beispiel Handmade by Robots Star Trek Vinylfiguren, die übrigens ziemlich cool aussehen. Nintendo Super Mario Projektionssample ist zum Beispiel auch noch mit dabei. Harry Potter ist dabei. Borderlands 3 Clap, die Vinylfigur. Dann haben wir noch so ein paar Spiele. Murmelbahn Modellbausatz. Also könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, falls ihr mal ein bisschen Nerd-Stuff braucht. Und Respawn Lootboxen gibt es natürlich auch noch. 5 Euro Gutschein, Rebox 15. Kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt. Genau, hier ist noch ein bisschen. Achso, genau. Ah, stimmt. Das Poster war noch mit drin. Hier seht ihr es nochmal, bevor ich es komplett ausklappe, weil wie gesagt, mein Film wird es nicht sein. Könnt ihr mir gerne mal vorbeischauen. The Vigil ab dem 23. Juli im Kino. Hier gibt es noch 3D Artist for Hire. Du hast sicher bemerkt, dass das 3D-Bild auf der Frontseite nicht von unserem üblichen Designerin stammt. Das Bild ist ein 3D-Modeling von Esther aus München. Und Esther sucht einen Job. Warte mal. 3D-Bild, Frontseite. Ach, das ist das hier. Das ist das Bild hier. Ach, das, um ehrlich zu sein, ich habe da gar nicht so genau hingeguckt. Aber jetzt, wo es da steht, ja, es ist 3D-gemodelt, sieht schon ziemlich cool aus. Also falls ihr einen 3D-Artist sucht, schaut mal auf artstation.com/kuroart vorbei. Sie hat auf jeden Fall ziemlich viele Ausbildungen, hat einige Fachkompetenzen. Oder ihr schreibt auch unter designstation.germany@gmail oder googlemail.com. Das war die Get Digital Lootbox aus dem Juli 2020. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich nochmal alle Links. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann spätestens im August bei der nächsten Lootbox. Zwischendurch kommen natürlich hier auf dem Kanal auch immer wieder mal andere Videos. Und ich bin natürlich auch regelmäßig live auf Twitch. Link findet ihr auch in der Beschreibung oder einfach twitch.tv/SirMetalizer. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.